Jeff, 0:1 verloren beim VfB Stuttgart. Es zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch die letzten Spiele. Der FCA hat das Chancenplus, ist über weite Strecken das spielbestimmende Team. Aber am Ende steht eine Niederlage. Siehst du es auch so? Ja, es war so ein bisschen wie die letzten Spiele, was du sagst. Wir haben eine gute Chance in der Halbzeit, denke ich. Machen dann leider nicht das Tor. Dann vor Halbzeit bekommen wir das Gegentor natürlich, was wir nicht gut machen. Und das macht es natürlich schwieriger, wenn du 1-0 in den Rückstand kommst. Wir machen das nicht einfach für uns selber. Und ich denke, dass das ein Problem ist. Es ist natürlich ein großer Unterschied, wenn du 1-0 führst oder 1-0 in den Rückstand bist. Und wir müssen dann immer dann weiterkämpfen, um das Ausgleich zu machen. Wir machen das Tor dann leider nicht und es war kein gutes Spiel heute, aber wieder war es nicht nötig, um heute zu verlieren und das war die letzte Woche auch schon so. Wir wollten ein dominantes, aggressives Auswärtsspiel bieten, uns klare Torchancen rausspielen. Ich fand, die waren heute nicht auf unserer Seite, die ganz klaren. Es war zu wenig Ballzirkulation im gegnerischen Drittel, wo wir dann richtig gefährlich wurden. Und wir haben wieder auswärts kein Tor geschossen und eins bekommen, so kannst du kein Spiel gewinnen. Deswegen ist heute kein guter Tag für uns. Ihr habt euch viel vorgenommen, ihr habt hart trainiert unter der Woche. Wie groß ist die Enttäuschung so kurz nach Spielende? Die ist riesengroß. Jeder Einzelne sieht man Körpersprache jetzt nach dem Spiel. Wir haben uns wirklich viel vorgenommen, aber dann funktioniert es nicht. Und weiteren Rückschlag erlitten. Jetzt sehen wir die Tabelle. VfB war die Mannschaft in der Saison, wo bis jetzt am schwächsten war, wo am meisten medial wirklich unten reingereiht. Und jetzt sind die auf 2 Punkte dran. Das tut natürlich weh. Wir wollten die 8 Punkte Vorsprung. Die haben wir heute verspielt. Und jetzt müssen wir uns zusammenraufen, um unbedingt Punkte zu sammeln bis Weihnachten. Nagt das irgendwann auch ein bisschen am Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wenn man sich so ins Spiel reinkämpft und Chancen erarbeitet, aber es einfach nicht klappen will mit den Toren? Ja, natürlich. Ich denke, fußballerisch war es auch kein gutes Spiel heute, von beider Seite nicht. Stuttgart ist natürlich auch nicht eine Mannschaft mit so viel Vertrauen natürlich. Und das hast du heute auch gesehen von beider Seite, dass wir in einer schwierigen Situation sitzen haben jetzt. Und wir müssen einfach positiv Kopf hochhalten und weiter nach nächstes Spiel. Es wird nicht leichter. Nächste Woche schon wieder ein Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen. Was denkst du, an welchen Stellschrauben müsst ihr drehen, damit es in Leverkusen besser klappt? Ja, ich will jetzt hier keine Sachen rausposaunen. Auf jeden Fall ist klar, einfach konzentrierte Leistung, Tore machen, Selbstvertrauen holen, Körpersprache arbeiten. Wir brauchen einfach auch mal einen schmutzigen Sieg. Der muss jetzt langsam her. Jetzt geht es wirklich um Punkte. Schönspielerei ist im Dezember sowieso nicht so. Von daher gibt es einfach nur jetzt Siege für uns, Punkte zu sammeln und dann in die Winterpause zu gehen. Also jetzt ist es, denke ich, dass wir Mentalität zeigen müssen. Und wir haben in den letzten Jahren schon gesagt, dass wir in der Mannschaft gute Mentalität haben, dass wir immer von schwierigen Zeiten zurückkommen können. Und das müssen wir jetzt auch. Die Saison ist noch lange nicht vorbei. Und es muss einfach besser. War es für dich persönlich auch ein besonderes Spiel? Der VfB war lange Zeit dein Verein. Kommst du aus der Region? Ich habe mich gefreut, hier zu sein, aber ich wollte gewinnen, ich wollte was mitnehmen. Von daher tut es doppelt weh, aber das ist jetzt nicht die Sache. Ich schaue schon wieder nach vorne und will das nächste Spiel unbedingt gewinnen.